Tja, Weihnachten im T-Shirt hat ja auch irgendwie was. Wir sind beim Sport. Drei Bundesliga-Trainer haben in der Hinrunde bisher ihren Job verloren. Am Wochenende, nach dem letzten Spieltag vor der Winterpause, könnte es aber noch weitere treffen. In der Kritik stehen vor allem Jens Keller auf Schalke, Robin Dutt in Bremen und Mirko Slomka in Hannover. Guido Wüstemann berichtet. Er war richtig kreativ, du. Mein Leben. Mein Leben, ja. Ja, bald ist es soweit. Am Dienstag, wie feiern Sie Weihnachten? Mit der Familie, mit Freunden oder alleine? Ja, laut einer GfK-Studie fühlt sich jeder dritte Alleinstehende an den Weihnachtsfeiertagen einsam. Und ja, man kann es verstehen, manchen graut es dann regelrecht vor den Tagen, an denen die meisten anderen Menschen mit ihren Lieben zusammen sind. Die Singletreffs, den Weihnachtsblues jetzt verhindern sollen, wissen Jürgen Weichert und Caroline Sedlak. Weihnachtsgeld brauchen. Wer braucht das nicht? Genau. Und terminischer Kreischalarm bei der Weltpremiere von Justin Biebers neuem Film in L.A. ist ja schon bekannt, aber dabei waren diesmal auch Oma und Opa Bieber. Ja, sehr süß. Und die beiden haben jetzt mal klargestellt, dass ihr Enkel so generell überhaupt nichts kann für all die Skandale rund um seine Person. Na, dazu jetzt bei den VIPs. Ist doch ein ganz normaler Teenie. Ja. Ja, viele Fans sind aus der Schockstarre wieder erwacht. Ihr Justin Bieber geht doch nicht, wie zunächst verkündet, mit 19 in Rente, sondern er macht tatsächlich weiter. Ja, und wie bei der Weltpremiere seines Films Believe in Los Angeles gab es mal wieder Großalarm um den Teenie-Star und mittendrin übrigens Justins Family. Genau. Oma und Opa Bieber waren auch dabei, sehr süß. Und die plauderten plötzlich munter drauf los, als es um die Skandale ihres berühmten Enkels ging. Na, was die da so erzählt haben, Dorte Störmann und Frank Fassner waren dabei. Wir sollten auch viel mehr Sonnenbrille tragen. Ja. Affentheater um Leonardo DiCaprio. Was da los ist, weiß Martin Haberbosch. Kurz vor Weihnachten, Schluss mit dem Partner und Vater des Kindes. Das ist ja eine traurige Vorstellung eigentlich. Ja, absolut. Geht aber genauso Model Shermin Charivar. Heiligabend wird sie ohne ihren bisherigen Freund, Designer und Selfmade-Millionär Markus Klossek unterm Weihnachtsbaum sitzen. David Moncherat und Constanze Witzel haben zum ersten Mal bei einem Werbetermin der Fitnessmarke Bodyvibe mit ihr gesprochen. Sie sind die besten Promi-Tänzer und treffen jetzt zum ersten Mal aufeinander. Bei der Generalprobe zum Weihnachtsspecial von Let's Dance heute und morgen Abend haben sich die Tanzpaare nach 4 Wochen Vorbereitung zum ersten Mal gegenseitig so beäugt. Tja, und schon versuchten einige, die Konkurrenz aus dem Konzept zu bringen. Natürlich, und ein leichtes Gezicke war auch schon ein bisschen im Spiel. Oh ja. Ne? Wen Jurychef Joachim Lambi vor allen vorne sieht. Und welche Kandidatin jetzt schon wird spannend auf jeden Fall. Ist ja auch wirklich Wahnsinn, wie die trainieren. Ja, ne? Also diese Stunden am Tag, die konnte ich ja nicht durchhalten. Wir hätten 2000 Euro für Sie, ganz ohne Training in unserem Quiz. Und wenn Sie zu uns ins Studio durchkommen, das ist... Spielen wir dann und freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Manche Menschen sind ja gerade verrückt nach Weihnachtsdeko. Da wird dann nicht nur im Haus, sondern gleich das ganze Haus von außen und auch der Garten mit dekoriert. Ja, und wie das dann aussehen kann, gleich außerdem kochen und singen wir. Also zusammen? Nicht wir. Nee. Wir haben Profis, die das wir dann singen, tun. Während wir kochen. Ja, das ist auch schön. 6.51 Uhr ist Guten Morgen Deutschland. Die traditionelle Gans, Raclette, Würstchen mit Kartoffelsalat oder doch was ganz anderes. Falls Sie noch Anregungen für Ihr Weihnachtsmenü brauchen, Sie sehen es hier schon hinter mir, unser Guten Morgen Deutschland-Koch Klaus Felten hätte da welche. Miriam, was gibt's denn da bei euch? Oh, Jenny ist dumm. Na, danke Maxi, danke Miriam. Drei Bundesliga-Trainer haben in der Hinrunde bisher ihren Job verloren. Am Wochenende nach dem letzten Spieltag vor der Winterpause könnte es aber noch weitere treffen. In der Kritik stehen vor allem Jens Keller auf Schalke, Robin Dutt in Bremen und Mirko Slomka in Hannover. Guido Wüstemann weiß mehr. Jetzt zu meinem persönlichen Highlight. Er trifft reihenweise Hollywood-Stars und schaut sich so ziemlich jeden neuen Kinofilm an. Unser Filmexperte Daniele Rizzo war für sie das ganze Jahr unterwegs und hat die Stars getroffen. Allerdings zu keinen normalen Interviews. Schön gesungen hast du. Ich habe dich gesehen im Hintergrund. Ja, aber hast du fleißig hier. Gesungen. Wir hatten schon überlegt, ob wir dein Mikro mal hochziehen, aber nein, so gemein sind wir dann hier doch nicht. Das ist aber nett. Ja, und auch zu Ihnen sind wir nett. Wir hätten nämlich 2000 Euro für Sie heute in unserem Quiz. Und Guten Morgen, Deutschland. Schönen guten Morgen und viele Fans sind aus der Schockstarre wieder erwacht. Ihr Justin Bieber geht doch nicht, Gott sei Dank, wie zunächst verkündet, mit 19 in Rente, sondern macht weiter. Und wie, muss man sagen, bei der Weltpremiere seines Films Believe in Los Angeles gab es mal wieder Großalarm um den Teenie-Star. Oh ja. Und mittendrin Justins Familie. Ja, sogar Oma und Opa Bieber kamen mit, süß, und die plauderten plötzlich ganz munter drauf los.
Wirklich so, großartig, was wir da gemacht hat. Ich bin auch mal jetzt draußen hier bei euch angekommen. Ja, beim Nachtisch, ne? Ist ja, klar, natürlich, beim Nachtisch, wenn es um Süßes geht, bin ich immer. Das weiß der Klaus. Der weiß immer, spätestens beim Nachtisch bin ich da. So. Haben wir sie hier. Was gibt's? Trüffel und. Ich habe hier vorne Eier und Zucker haben wir schaumig gerührt. Unterheben, weil wenn wir sehr viel Luft unterheben, dann ist halt eben dieses Küchlein auch ganz, ganz luftig und locker. Und dann haben wir halt, müssen wir miteinander verrühren. Und jetzt seht ihr, da ist ja dieses, ich sag mal, wie das Milcheiweiß. So, und diese, diese Molke und auch im Grunde das Wasser müssen wir jetzt im Ofen schon mal vorbereitet. Rühren oder unterheben? Oh, ja, unterheben, auf. Unterheben, ja, genau. Das ist wichtig jetzt. Ja, können Sie nachlesen, RTL Insight, da kriegen Sie auch den Knaller zum Beispiel. Und natürlich Vorspeise, Hauptgericht, alles dabei. Machen. Und das scheint wirklich schnell zu gehen, Klaus. Also, ja. Wenn Sie bei Weihnachten noch nicht wissen, was Sie machen sollen, der Nachtisch kommt mit Sicherheit gut an. Oder Sie bestellen sich einfach Klaus Felten nach Hause. Die Frau ist bestimmt überall hin. Wenn er nicht zu Hause ist. Ich würde mich freuen. Also dann ist auf jeden Fall der Abend gerettet. Wenn ich koche, glaube ich nicht. Naja. Also deine Küche bleibt kalt. Ja. Bei Ihnen ist der Tag vielleicht gerettet, wenn Sie bei uns abräumen. 2000 Euro sind im Quiz. Wir singen dann, würde ich sagen, das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Jetzt können Sie mal überlegen, was das wohl ist. Da singe ich mit. Singst du mit? Du singst mit? Kannst du singen? Du kannst nicht nur kochen, sondern auch singen. Ist ja unfassbar. Alles. Bis gleich. Du machst ein Solo, ne? Ja. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen, Deutschland. Ja, wir sind hier bei unserem Guten Morgen Deutschlands Weihnachtsmütchen. Hinter uns sehen Sie schon, der Jugendchor St. Stephan ist heute bei uns. Da gibt es gleich den Weihnachtsklassiker schlechthin. Aber erstmal haben wir eine Mitspielerin am Telefon und begrüßen Beate Damiano. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, denn Sie haben schon... Oh, es geht noch weiter. Super. Wir hätten nämlich jetzt nochmal 1000 Euro für Sie vielleicht. Können nochmal 1000 Euro dazukommen, wenn Sie die nächste Frage innerhalb von 5 Sekunden richtig beantworten. Maxi, bist du startklar oder hast du den Kuchen noch im Mund? Ich habe schon ein bisschen hier vom Dessert im Mund. Okay. Dann also das hätte nicht besser laufen können heute Super, Morgen. Ja, das passt. Komm, jetzt mal einen Applaus von dem ganzen Jugendchor. Ja, also. Ne? Danke, danke, danke. Und schon mal schöne Weihnachten. Ja, danke, danke. Tschüss. 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 Ja. So, ja, jetzt freuen wir uns, dass Sie bei uns sind. Chorleiter Herr Kokott und Solistin Felina. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Kokott, Sie haben ja schon mit großen Stars auch zusammengearbeitet. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was über Ihre Arbeit, über den Chor erzählen. Ja, wir haben mit Menheilig gesungen. Mhm. Sehr viele Stücke in den letzten Jahren zusammengesungen. Das war auch eine tolle Erfahrung. Ja, das ist ein sehr gutes Stichwort. Bei dem RTL Comedy Kalender zum Beispiel letztes Jahr waren Sie dabei und da haben wir noch ein paar Ausschnitte. Mhm. Das war der Song Winter von Unheilig. Und Felina, du bist ja 10 Jahre alt und bist hier schon Solistin. Wann hast du denn angefangen mit Singen? Ich glaube, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ist das so dein Weihnachtslieblingslied? Oh, jetzt entwickelt man sich ja weiter. Da kommen auch mal neue Lieder dazu. Ja, natürlich. Ja, sehr schön. Da wollen wir doch mal was hören, oder? Also, für Sie zur Weihnachtseinstimmung heute hier bei Guten Morgen Deutschland, der Jugendchor St. Stephan. Wir bedanken uns fürs Zuschauen, sind am Montag dann wieder für Sie da. Genau, jetzt gibt es nämlich noch gleich den Nachtisch von Klaus. Genau, danke schön, Klaus. Wir essen jetzt ein bisschen. Sehr schön. Erstmal mitsingen. Und du hast gesagt, du singst ganz laut. Ich singe auch mit. Wir hören da ganz genau drauf. So, viel Spaß mit Stille Nacht, Heilige Nacht und ein schönes Wochenende. Tschüss.